So, heute möchte ich so ein kleines Special machen. Heute möchte ich euch nämlich fünf Rennspiele vorstellen und euch dann auch sagen, welches ich am besten finde. Wir fangen am besten mal mit dem letzten Platz an. Das ist für mich VW New Polo. Das ist halt von VW, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ist halt, ja, wie soll ich sagen, mehr so ein Werbespiel. Es ist kein richtiges, volles Spiel. Man kann halt auch nur VWs fahren. Ist keine große Überraschung. Aber es macht halt nicht so viel Spaß. Die Grafik ist zwar sehr, sehr schön, die mag ich wirklich. Man fühlt sich da wirklich wohl mit. Aber das Erste, was mich stört, kommt jetzt schon. Nämlich, es gibt kein Gaspedal. Das Auto fährt von alleine. Ja, meine Hände machen nichts. Das Auto fährt von alleine und ich kann nur hier rechts und links steuern. Also wie gesagt, die Grafik ist wirklich schön. Aber es fehlt halt der Anspruch. Es gibt hier zwar Rundenzeiten, hier oben sieht man es, aber das motiviert auch nicht wirklich. Keine Gegner, kein Mehrspielermodus. Aber so mal zum bisschen fahren reicht vielleicht, aber mir macht es nicht so viel Spaß. Was ich aber toll finde, aber dieses Auto fährt nicht nur geradeaus alleine, sondern es fährt sogar auch ganz alleine. Man muss eigentlich überhaupt nichts machen. Das Auto sucht sich seinen Weg, da man nicht nach draußen auffahren kann auf die Wiese. Deswegen fährt man wie an so einer Bande die ganze Zeit. Hier fährt die ganze Zeit alleine. Ich glaube, mit den richtigen Rundenzahlen kann man auch noch neue Strecken freischalten. Aber dieses Spiel motiviert mich halt nicht wirklich. Den vierten Platz, da habe ich mich schwer getan. Da habe ich nämlich sozusagen zwei, die auf den dritten oder den vierten gehören. Ich habe mich aber für den vierten, für Aqua Moto Racing Light, entschieden. Ich mache das hier mal ein bisschen leiser. Weil das Spiel macht zwar kurzweilig Spaß, aber es ist nicht so unbedingt mein Lieblingsspiel. Ich kann ja hier einfach mal ein Rennen starten. Championship, Continue. Jetzt kann ich hier noch was aufwerten. Das mache ich mal hier. Ja, lassen wir es beim Speed. Kann ich den Speed ein bisschen aufwerten mit einem Punkt. Hier sieht man die Punkte zum Aufwerten. Hier oben noch die Strecke. Und dann mal auf zum Race. Hier unten rechts gibt man Gas. Hier bremst man. Und man steuert den halt, indem man den Bildschirm bewegt. Die Grafik ist auch relativ hübsch. Die Steuerung ist nicht die beste, aber dafür, dass Bewegungssensorsteuerung ist, ist es relativ gut. Man muss halt immer richtig an diesen Teilen hier, an diesen Bällen im Wasser vorbeifahren. Und diese Light-Version hat halt auch nicht viele verschiedene Autos. Man kann immer nur mit demselben fahren und halt auch nicht so viele Strecken. Deswegen ist das bei mir jetzt erstmal nur Platz 4. Auf Platz 3 habe ich dann FGT Light Version gewählt. Das ist ein Spiel von Ferrari oder mit Ferrari Autos. Hier sieht man es auch schon, Ferrari. Und das Spiel unterstützt hier steht es auch, Bewegungssensorsteuerung. Ist auch, wie ich finde, hübsch. Aber mir gefällt die Steuerung nicht so unbedingt. Die ist nämlich ab und zu ziemlich, ja, wie soll ich es nennen, hakelig. Also da gibt es bessere, die stelle ich auch nachher vor. Und ist halt auch nur eine Light-Version. Hier unten rechts gibt man Gas, da wo der grüne Pfeil ist. Man steuert das halt, indem man den Bildschirm bewegt. Neigt. Ja. Muss ich erstmal daran gewöhnen, das reagiert ziemlich schwerfällig. Man muss ihn ziemlich weit drehen, damit man die Kurve kriegt. Jetzt habe ich sie auch nicht ganz gekriegt. Wie gesagt, Grafik finde ich wieder sehr hübsch.
Hier kann man auch gegen andere fahren, was bei VW ja nicht der Fall war. Ah, da hat mich auch einer von hinten gerammt. Da hinten fahren wir auch auf den Eiffelturm zu. Also dieses Spiel macht schon Spaß. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Obwohl die Grafik, ach, die Grafik ist schön, aber die Steuerung ist halt, wie ich finde, nicht so schön. So, auf den zweiten Platz jetzt steht für mich Tux Rider. Das kennen bestimmt viele von Linux, von diesem Betriebssystem. Da ist das ein Spiel von. Da ist man halt so ein kleiner Pinguin und fährt so die Strecken runter und versucht Fische zu fangen oder eher einzusammeln. Und Gas geben tut man halt, indem man den Bildschirm berührt und auch wieder neigt. Das ist jetzt das erste Level, das ist noch relativ einfach. Aber hier auch wieder die Steuerung nicht so toll. Aber ich finde es halt einfach lustig. Ich habe das auch gerne auf dem PC gespielt. Vielleicht geht es ja anderen auch so. Also mir macht dieses Spiel richtig viel Spaß. Also mehr als die anderen. Also am meisten Spaß macht wirklich dieses Spiel. Hier einfach so ein bisschen runter zu rasen. Und, na, jetzt sind wir bin ich gegen Baum gefahren. Das bremst einen ab, aber macht ein tolles Geräusch. Hier kann man das jetzt vielleicht nicht so hören. Aber wenn ihr es selber ausprobiert, fahrt mal absichtlich gegen so einen Baum. Ich finde nämlich, dass diesen Sound ziemlich schön. Das einzige Doofe an diesem Spiel ist, dass man sich erst auf einer Internetseite anmelden muss, um das spielen zu können, aber das ist völlig kostenlos. Also kann man ruhig machen, da passiert auch nichts, man bekommt keine Werbemails oder so. Aber das ist für mich Platz 2 und Platz 1 ist für mich Fast Lane Light. Also das Spiel hat eine tolle Steuerung, den Sound mag ich. Und die Strecken sind cool. Und vor allem die Steuerung. Die finde ich hier ist am besten gelungen. Hier gibt man auch rechts unten wieder Gas, hier unten. Das reagiert halt ziemlich empfindlich, aber dafür kriegt man auch die Kurven ziemlich gut. Ja, bis auf ich, weil ich nicht so unbedingt der Rennfahrer bin. Aber das Spiel macht halt richtig Spaß. Das ist hier zu einfach, sonst hätten die mich hier schon lange eingeholt hätten die mich bei meinem Fahrstil. Aber das hier macht richtig Spaß, sind auch andere Autos dabei, nicht die, die im Rennen mitfahren. Gerade links war eins. Also das Spiel macht wirklich Spaß. Ich würde mir auch, glaube ich, die Vollversion holen, hätte ich genügend Geld. Also dieses Spiel ist auch ein tolles Geschwindigkeitsgefühl, wie ich finde. Und man kann, das Doofe hier dran ist eigentlich nur, dass man immer nur eine Strecke fahren kann. Man fährt halt immer diese gleiche Strecke, aber ich fahre die jetzt, glaube ich, schon zum 10. Mal oder so. Und ich finde sie immer noch cool, weil die Steuerung ist einfach toll. Es macht Spaß. Da ist wieder ein anderes Auto, das nicht zum Rennen gehört. Ziemlich langer Tunnel. Und dann sind wir auch schon wieder im Freien. So, und das war eine Runde, haben wir gewonnen. Und damit ist das Spiel jetzt eigentlich auch fast schon durchgespielt. Man kann jetzt hier noch seine Initialien eingeben. Replay, Retry, Main Menü. Also wie gesagt, dieses Spiel macht am meisten Spaß. Ich würde mir, glaube ich, alle mal downloaden. Es ist nämlich auch Geschmackssache. Zum Beispiel Tux Rider gefällt nicht jedem. Oder ich habe jetzt auf dem dritten Platz VGT Light Version und auf dem vierten Aquamoto. Aber manche spielen Aquamoto auch, ist ihr Lieblingsspiel. Also wie gesagt, ich würde es einfach ausprobieren, alle mal downloaden, sind ja kostenlos. Viel Spaß mit denen.